Dankeschön erstmal. Es ist geil. Es ist immer gut, dass wir diesen Derby-Sieg nach Hause bringen können. Und ja, als du sagst, Derby ist immer wichtig zu gewinnen. Nee, vom Gefühl haben wir eigentlich gut Kontrolle die ganzen Spiel. Wir sind immer 3-4 Tore nach vorne und wir könnten eigentlich früher auch die Spiel schließen, so ja, mit 7-8 Tore eigentlich gewinnen hier heute. Ich weiß nicht, erste Hälfte war wir ein bisschen gerettet bei Rebi. Er hat viele Paraden da und von Gefühl ist auch Abwehr besser in der zweiten Hälfte. Wir sind konzentriert die ganzen Spiel und macht das einfach für uns selbst, dass wir nicht diesen richtigen hohen Druck hast die letzten 3-4 Minuten. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl, aber so persönlich bin ich nicht zufrieden mit meiner Leistung, aber so ist das manchmal und man muss einfach weiterarbeiten und konzentrieren. Ja. Ja, auf jeden Fall gut. Wir haben es im Vorfeld gesagt, es wird ein nicht einfaches Spiel, ein sehr, sehr schweres Spiel. Die Halle war heute wieder extrem gut gefüllt. Es war eine richtig gute Stimmung und es war von Anfang an der Derby-Fight, den man erwartet hat. Wir standen gut in der Abwehr und sind vor allem über das Tempospiel zu einfachen Toren gekommen. Und was Rebi in der ersten Halbzeit veranstaltet hat, braucht man nichts zu sagen. Auch als Urdan am Ende in der zweiten Halbzeit rankam, was die heute wieder alles gehalten haben und uns da den Rücken freigehalten haben, war echt enorm wichtig für uns. Aber nichtsdestotrotz ist heute schwer, irgendeinen herauszuheben. Wir haben als Mannschaft heute super gearbeitet, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Haben vielleicht dann zwischendrin, als wir schon mal mit 7 Tore vorne waren, dann kurz zu viele Fehler gemacht und die Stuttgarter nochmal haben rankommen lassen. Aber haben dann auch schnell wieder den Schalter umgelegt und sind dann wieder davongezogen. Unterm Strich bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber gerade so die kleinen Schwächephasen, die wir ab und zu haben, wenn wir hoch vorne sind, die dürfen uns nicht immer erlauben. Ehrlich gesagt noch nicht, aber du hast es gerade angesprochen. Wir haben jetzt morgen individuelles Training, dann 2 Tage frei. Hartmut, Dieter und Sebastian, die wissen genau, dass es jetzt anstrengendes Auftaktprogramm war für uns. Und die nehmen da jetzt mal ein bisschen den Wind aus den Segeln. Für uns geht es jetzt einfach morgen darum, dass jeder sein individuelles Krafttraining gut absolviert, dann den Akku auflädt und dann müssen wir schauen, dass wir am Montag uns auf das Spiel bei Rhein-Neckar-Löwen konzentrieren. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Bin ich mir sicher, aber wir haben auch letztes Jahr gezeigt, dass wir gegen die Löwen auf jeden Fall eine Chance haben, dass wir da mithalten können. Und man sieht bei uns, dass es von Spiel zu Spiel besser klappt, was wir uns vornehmen. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt mit der einen Woche Training dann auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen können. Aber wichtig ist, dass wir uns jetzt einfach gut erholen und eine gute Trainingswoche hinlegen und uns gut auf die Löwen vorbereiten.